Und was geschieht mit den Menschen, die euch nicht dienen wollen, die eure Lehre nicht befolgen? Was macht ihr mit denen? Knechtet ihr sie, tötet ihr sie, versklavt ihr sie? Der Mensch muss sich seines eigenen Verstandes bedienen, das sage ich. Und wenn er diese Macht abstreitet, dann soll er unter der Knute weiterleben. Aber das, Dann was diese bedient er Macht sich nicht gemacht seines hat. eigenen Verstandes. Also tauscht ihr eine Herrschaft gegen die andere. Es Eine gibt kein, Knute, es gibt eine Peitsche keine, gegen die andere. es gibt keine andere Herrschaft. Es gibt nur die der Götter. Und ich sage, es ist falsch, dass irgendwelche Götter über uns herrschen sollen. Ihr habt mit Seht Gewalt. es euch doch an. Es ist egal, ob es falsch ist oder ob es richtig ist. Das, was euer Herr erzeugt hat, oder seine Gefolgsleute, es ist egal. Das, was ihr in diese Welt gerufen habt, hat nichts als Leid verursacht. Für alle außer einigen sehr, sehr wenigen. Aber das ist so ähnlich, als wenn ich euch dafür verantwortlich mache, Herr Dunkelstein, als wenn eure Untergebenen Mist bauen. Das seid ihr doch auch nicht, wenn ihr die Befehle nicht gegeben habt, dass sie Mist bauen. Wenn ich allen meinen Untergebenen sehr scharfe und sehr starke Waffen gebe und sie dann damit Amok laufen, wäre die wohl sehr recht in der Annahme, dass ich Mist gebaut habe. Ihr könnt nicht einfach jedem solch mächtige Werkzeuge in die Hand geben und schon darauf hoffen, dass nur sehr wenige damit Schindluder treiben werden. Das ist das Problem, wenn man Macht ausgibt, ohne Verantwortung beizubringen. Definitiv. Das ist der Weg, der zum Namenlosen führt. Denn die althergebrachten Adligen kriegen nichts anderes als Verantwortung eingebläut, von Kindesbeinen an. Denn das ist ihre Aufgabe. Ich hab noch nie von einem Adligen gehört, der gehängt wurde, weil ein Untergebener von ihm mit einem Dolch jemand anderen getötet hat. Noch nie. Gibt es so eine Geschichte? Selbstverständlich. Adlige werden allenthalben gerichtet. Dann wird das ja anscheinend nur geheim gehalten, wenn das so offensichtlich ist und du siehst Ömers Misstrauen dir gegenüber gerade in seinem Gesicht wachsen. Die werden nur von ihresgleichen gerichtet, Vielleicht glaube solltet ich. ihr einmal Kunchong verlassen, indem man sich alles erlauben kann, solange man genug Geld oder Zauberei aufweisen kann. Ja, schiebt die Schuld auf Kunchum. Es ist eine große Stadt, sie funktioniert und eure garedischen Städte funktionieren genauso. Arid ist ein genauso großer Sauhaufen wie Kunchom, das glaubt aber. Aber Ach ihr habt Gott, mir das ich sagen höre nur lassen. Ausreden, dass irgendwelche Städte irgendwie sind und eure perfekte Städte leider erobert wurden, deswegen nur noch in eurer Fantasie perfekt sind. Oder gibt es gar keine perfekten Städte und ihr könnt auf alle Städte einfach nur Hass schieben? Ihr wart doch in Wehrheim. Dort hat Ordnung geherrscht. Dort ist niemand durch die Stadt gelaufen und hat euch dauernd in die Tasche gefasst. Vor allem hat euch dort niemand irgendwelche. Da waren mehr Soldaten als Menschen, die da gelebt haben. Natürlich, der Ork steht vor den Toren. Aber Aber das ist nicht das Thema, oder? Dich steht, das ist ein Ausdruck der Menschen. Und der also Mensch ist fehlbar. ist jetzt hier Wehrheim das Paradebeispiel für eine gute Stadt? Wie viele Städte sind denn wohl im lieblichen Feld hier? Ich meine natürlich im Horasreich, wie Wehrheim. Wie viele perfekte Städte habt ihr also im Horasreich? Städte generell sind ein Fehler. Nichts war falsch daran, dass der Bauer auf seiner Scholle war und der Ritter an seinem Turm. Ich verstehe. Aber nichtsdestotrotz tauscht ihr eine Knute gegen die andere. Ihr habt diese Frage noch nicht beantwortet. Was tut die Menschen, die euch nicht gehorchen? Das ist das, was ich doch eben sagte. Wir nehmen wieder dieses Dorf mit den 100 Menschen. Jetzt ist jeder gleich. Alle sind gleich. Es ist doch völlig egal, ob irgendwie Preios gesagt hat, Ach, dieser ist mehr wert als der andere. Jeder kann das Gleiche. der Bauer ist also das gleiche wie ihr. Ja, selbstverständlich. Und wenn von diesen 100 Bauern jetzt auch nur einer denkt, dass er mit seiner neuen Gabe die Umwelt verpestet Dann liegt er falsch. und unwirtlich macht für alle anderen, Doch, was ist, dann hat wenn du dieser diese eine, dann hat Gabe dieser nicht eine annehmen Bauer, willst? dann hat Das dieser ist, eine glaube ich, die Bauer Frage. allen 100 Stück die Lebensgrundlage genommen. Und wenn dieser eine Bauer das Dorf anzündet und das Dorffeuer sich ausbreitet und alle Häuser abfackelt und er hat gar keine Macht, außer eine Fackel zu halten, dann hat er es auch gemacht. Es geht doch nicht Was darum, dass wollt ihr wir. jetzt sagen? Es geht doch nicht darum, dass wir jetzt die Menschen an ihren schlechten oder guten Taten messen. Es geht einfach nur darum, dass jeder die gleiche Stimme hat. Doch genau daran messen wir die Menschen. Ich glaube, ihr habt einfach nur Angst, dass ihr eure Macht verliert. Kann das sein? Ihr könnt nicht ein Feuer entzünden und dann weggehen und es fröhlich und frei brennen lassen.
Ihr seid also dieser eine Adlige und ihr sagt, wie diese 99 Bauern auf dem Feld zu arbeiten haben. Was ist jetzt, wenn 51 von diesen Bauern sagen, das ist übrigens die Mehrheit, wenn 51 von diesen Leuten sagen, nein, ihr geht jetzt genauso mit auf das Feld, dann haben sie euch doch wohl überstimmt. Warum sollte der Bauer sagen, dass wir mit auf das Feld gehen, wenn wir doch für ihn ein Schild hochhalten? Denn ja. Wenn wir mit auf das Feld müssen, müssen die Bauern auch mit auf das Schlachtfeld. Und das werden sie hier auch nicht. Der Bauer kennt nichts anderes als seine Felder. Der Adel hat die Vernunft und das Wollen, ja, alle. Die Länder zu beherrschen, das Können. Die Vernunft Länder zu beherrschen. Wird ihm also angeboren oder wird sie ihm anerzogen? Nein, sie wird ihm erzogen. Es ist eine lange Ausbildung. Ja, jeder kann diese Ausbildung genießen. Jeder, das sage ich euch jetzt. Dafür braucht es gute Lehrer. Nein. Doch. Ein Bauer ist ein Bauer. Ich bin auch nur ein Bettler gewesen. Was wollt ihr mir jetzt erzählen, Alricio? Ja. Dass du weniger wert bist? Ich habe nicht gesagt, dass er weniger wert ist. Er hat es nur nicht gelernt zu herrschen. Das will ich damit sagen. Aber so, ich bin zu dumm, um das zu lernen. Das heißt, du kannst sagen, Freund. Das habt ihr gesagt. Ich habe gesagt, ihr habt es noch nicht gelernt zu herrschen. Ihr müsst mir meinen Worten folgen. Ja, aber dann kann es ja doch jeder lernen, wenn ich es noch nicht gelernt habe. Ja, aber wenn ich euch jetzt die Herrschaft über ein Dorf anvertraue, was glaubt ihr, was passiert? Er muss vorher ausgebildet werden. Nicht, aber ich muss es ja auch vorher lernen, bevor ich die Herrschaft über ein Dorf übernehme. Aber das war nicht die Aussage. Jetzt ist es zu spät, um das zu lernen. Doch, das war die Aussage. Nein, sie sagte, jeder soll herrschen. Ja, aber das heißt doch nicht, dass jeder nicht vorher ausgebildet werden muss, um herrschen zu können. Wie sieht das denn bei dem Zwerg aus? Herr Zwerg, äußert ihr euch doch mal dazu. Manchmal sind die jungen Völker sehr unterhaltsam. Eure Unterhaltung darüber, welcher von euren nicht existenten Göttern die Recht hat, Unrecht hat, sehr unterhaltsam, aber ich persönlich schließe mich da keiner Seite an. Aber ich gebe recht. Ich gebe immer recht, dass es sehr unhöflich ist, ihn als dumm zu bezeichnen. Aber wie sieht es denn bei euch aus? Ihr werdet allesamt ausgebildet. Jeder wird nach seinen eigenen Leistungen ermittelt. Und wenn, und ich war selber nie in Xorlosch, aber ich denke doch, dass wenn ihr euch als Krieger berufen fühlt, dann werdet ihr Krieger. Wenn ihr euch als Schmied ausberufen fühlt, dann werdet ihr Schmied. Was Angosch für uns vorgesehen hat, das werden wir ausführen. Seid ihr deswegen weniger wert, Herr Zwerg? Natürlich nicht. Meine Brüder in der Schmiede sind genauso viel wert wie meine Brüder, die die Schächte reinigen. Alles ist wichtig. Das meine ich doch. Und wenn ihr dann gemeinsam an den großen Tischen sitzt, bei einem kräftigen Pilzbier oder was auch immer ihr dort trinkt, hat dann jeder die gleiche Stimme, wenn ihr euch unterhaltet, wenn ihr Beschlüsse erfasst? Ja, es gibt natürlich die Ältesten, die dürfen zuerst reden und je nachdem, wie man halt angesehen ist. Aber grundsätzlich darf jeder was sagen, natürlich. Die Ältesten haben also mehr Erfahrung, oder? Ja, sie sind meist hunderte Jahre alt. Sie haben schon viele Feste miterlebt und ihre Weisheit, darauf kann man sich verlassen. Das heißt, sie haben viel gelernt. Ja, es ist ihnen nicht angeboren. Nein, natürlich nicht. Sie müssen das ja auch lernen. Sagt der Zwerg, gibt es bei euch adlige Zwerge? Wir haben Könige, unsere Anführer, aber auch die sind weise Männer. Weise Männer? Die werden auch sozusagen von Geburt an sozusagen dahin erzogen und wenn die Kinder haben, erziehen die auch direkt zu Königen? Ja, also die werden natürlich dafür ausgebildet, aber ein Oder Zwergen... werden sie gewählt? Naja, ich würde sagen beides. Sie werden gewählt, wenn man sie dafür erzogen hat, wenn sie die Fähigkeiten dafür zeigen. Falls sie sich aber das kann man bei euch Menschen, ihr sterbt viel zu schnell, um diese Fähigkeiten zu erlernen, die ein Zwerg erlernen kann. Ihr seid also der totale Prius-Frevel, sagt ihr. Ach, der alte Drachenverbündete kann sich sonst wohin stecken. Nein, das ist aber doch das, worauf Herr von Dunkelstein sich immer bezieht. Dass der Prius hier sagt, wie das mit der adligen Ordnung geht und dass nur das richtig ist. Und das heißt, die Zwerge sind die absoluten... Ja, eigentlich müsste man alle Zwerge verbrennen nach der Logik, weil Zwerge ja jetzt hier keine Prius an... Also, weil Prius... Die Gesetze treten ja Prius-Gesetze mit Füßen. Einfach andere wählen. Das ist ja jetzt hier unter den Menschen... Ich weiß nicht, was macht ihr denn? Demokratie, das ist doch verboten. Amenelaos, ihr habt auch den Adel, oder? Nun, nicht direkt, nein. Nehmen wir an, ihr seid ein 70 Jahre alter Magier, der schon auf einigen Schlachtfeldern stand, der in unzähligen Bibliotheken gelesen hat. Und jetzt gibt es einen Prinzensohn. Sagen wir erst 10, 15, vielleicht 18 Jahre alt.
Er darf euch jetzt sagen, mit euren 70 Jahren, was ihr zu tun habt, auf welchem Schlachtfeld ihr stehen und sterben sollt. Weil er dazu geboren wurde? Nun, wie gesagt, in meiner Heimat wird es ein wenig anders getan. Doch, nun, wenn andere ihm ebenso folgen und wenn das Schlachtfeld nicht das Eigennutzen ist, würde ich wahrscheinlich meiner Überzeugung folgen und Leuten helfen. Aber dann ist das ja kein Befehl, sondern deine Überzeugung. Ja, wenn ein guter Zwerg dich davon überzeugt, dass das eine Schlacht ist, die es wert ist, geführt zu werden, dann befehlt er dich ja nicht, sondern bei uns ist alles ein wenig anders. Das Land ist hart und regieren ist meistens geregelt von denjenigen, die mehr verstehen als andere. Von weisen Männern also? Nun eher den Händlern, die am besten wissen, wie man Geld macht. Aha. Was ich sehe, die ist, dass... Sitzen ansehen und nun, es wird zumindest an die Götter geglaubt, ja. Doch ich selbst verstehe wenig davon. Ich bin in relativer Isolation aufgewachsen. Was ich sehe ist, dass ihr inmitten der rauchenden Ruinen dessen steht, was euer Herr angestoßen hat. Und euch jetzt zwanghaft daran klammert, dass es doch dadurch nicht gekommen sein kann. Ich wollte euch nur ein paar Gedankenanstöße geben. Vielleicht nicht euch, Herr Duckelstein. Dass ihr als Adlige dieses System ablehnt, was euch eurer Macht beraubt, das kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht kann unser guter Freund aus Kunchum, Abdulon, etwas dazu lernen. Etwas, das vielleicht bei den Zwergen schon gang und gäbe ist oder was gar nicht so unsinnvoll wäre. Aber ich möchte euch auch nicht jetzt in Streitigkeiten verwickeln. Jeder darf sich seine eigenen Gedanken dazu machen. Ich werde mich jetzt zurückziehen. Ich bedanke mich für dieses außerordentlich nette Gespräch mit euch. Eine Frage noch. Ja. Wie hieß der Gott, der mit euch herumgezogen ist? Borbarat Xamanot. Okay. Danke. Sie nickt und geht ab. Das heißt, zusammen mit Uglinde, der geisterhaften Schankmagd, öffnet sich ein Tor im Holz und sie verschwindet in den Hibernatoren der Karkonia. Und damit gehen wir in eine Pause. Azariel Scharlachkraut ist gerade eben im Inneren der Dämonenarche verschwunden. Das Holz wächst wieder zu und ihr bleibt alleine gemeinsam mit der merkwürdigen geisterhaften Söldnerin zurück. Eine sehr sympathische Magierin, oder? Eine verdammte Schlange. Das nächste Mal, wenn ich sie sehe, wäre ja, hoffentlich in einer Position, sie loszuwerden. Permanent. Ja, ich denke, wir haben genug anderes zu tun. Die Frau hat schon rund um die blutige See jede Menge Unglück angestachelt. Ihr solltet nicht auf ihr Gift hören, was sie in eure Ohren träufelt. Ihr solltet überhaupt auf niemanden hier hören. Ja, dass man niemandem vertrauen sollte und dabei schaut er jetzt von Giro an, das habe ich mittlerweile verstanden. Wofür bezahle ich euch eigentlich? Du bezahlst uns. Ja, ich du nicht. Bezahlt? Du bist Eisenmanns persönlicher, weiß noch nicht, Gepäckträger. Du bezahlst du Eisenmann. Eisenmann wird vom Reich bezahlt. Ja, das werden wir sehen. Ach, Eisenmann, mach ich nicht raus. Ich bekomme auch nur 5 Silber am Tag. Ah, super. Ich trete Jerodin gegen Schienbein, wenn er vom Reich erzählt. Au, was? Hier ist doch niemand. Hier sind Geister. Geister, Drachen, alles das Gleiche. Ja, aber wie sieht das jetzt aus? Also, wie gehen wir jetzt da in die Stadt rein? Ist das euer Ernst, dass wir da jetzt gemeinsam reingehen? Das hat ja eben super geklappt. Das hat, glaube ich, keine 3 Minuten gedauert, dann hatte die uns erst enttarnt. Also wenn wir das in die Euromarkt schaffen, dann sind wir vielleicht schon auf dem Marktplatz. Weil die Frau ja auch zaubern kann.
unabhängig davon, mit eurer Motivation und dass ihr hier ihre Philosophie zerstören wolltet, so falsche die auch ist oder was auch immer. Ich hasse Borberat, der hat uns Zwerge damals geknechtet. Aber unabhängig davon, ihr könnt doch nicht gegen ihn anstinken, der eine andere Meinung hat. Da verratet ihr uns doch sowieso. Mensch, Jalan, Jerudin. Dass die Frau unsere Scharade durchschaut hat, sollte uns allen relativ schnell klar gewesen sein. Ja, man muss doch irgendwelche Lehren rausziehen. Die Lehre ist, dass wir uns nicht mehr auf Diskussionen mit Borberadianern einlassen werden. Das nächste Mal sind es Paktierer. Oder noch schlimmer, Dunkelzwerge. Dann sagst du Tirakraman sei Dank und gehst weiter, am besten mit gesenktem Kopf. Was hast du gesagt? So nennen die ihren seltsamen Gott. Ihr wollt den Namen nicht nennen, umschreibt ihn. Deswegen sage ich, verwende ich auch seinen normalen Namen, den sie hier benutzen. Nicht den anderen. Es ist egal, ob ihr auf Tayat spricht oder auf Bosperano oder in welcher Sprache auch immer. Es macht keinen Unterschied. Es macht uns weniger auffällig. Komm, schreibt ihn, nennt ihn voll wie ein Vater, so wie alle hier. Angrimosch. Ich werde mir jetzt jedenfalls einen halbwegs trockenen Hibernator suchen und die Nacht dort verbringen. Lass doch nicht von der Arche fressen. Angenehmer Schleim, der an dir vorbeiläuft, an dir drüber fließt und dich einhüllt wie ein schützendes Kind, ein schützendes Baby. Ich habe ein halbes Jahr auf so einem Ding gewohnt, mich schreckt gar nichts mehr. Ja, Regeneration, 1W6 plus 1, weil Hibernatoren. Ich will die Untersuchung. Und ich nehme Proben. Oh oh, 20 im Hibernator. Du hast mir auch gerade eben für meinen Crit nichts gegeben, dann kannst du mir jetzt für den Patzer auch nichts geben. Ja, aber im Hibernator ist nochmal was anderes als sonst wo. Das glaube ich wohl kaum. Ich finde ja schon, dass er jetzt hier sozusagen... Du solltest aufhören, die von Johnny Scheiße auch erzählen zu lassen. Am nächsten Morgen erwacht ihr und Jalan stellt fest, als er dann sich aus dem Schleim löst, dass wohl noch eine grüne Flechte zurückgeblieben ist, die an seinem Rücken hochwächst. Bisschen Algen, zumindest sieht das algenmäßig aus, aber greift wohl ein bisschen in deine Haut rein mit kleinen Widerhaken. Am Ende los. Ja, ach, was hab ich denn da angestellt? Ich hoffe einfach mal, es ist kein wässriges Jagdgras. Könnt ihr es rausmachen? Bitte? Und ist deine Fackelweiche zum Aufbrennen. Warte, ich hol das Messer. Du wirst da nicht dran rummessern. Brauch deine Fackel, um es wegzubrennen. Du wirst da auch nicht dran rumfackeln. Lass den Medikus entscheiden, was zu tun ist. Ein Angebot zur Hilfe. Ich untersuche mir das erstmal, was das genau ist. Pflanzenkunde, plus 5. Ach je, plus 5. Ja, Zeit für ein Chip, würde ich sagen. Ja, komm, ich chip die 18. Wunderbar. Das geht von alleine wieder weg. Streichst ein bisschen rüber. Wird wohl nicht schädlich sein. Ja gut, nee, das war ja meine Pflanzenkunde, aber... Ist mir egal, wie unschädlich das ist, es wird nicht da bleiben. Ich hab nur das Messer! Dreh dich mal ein bisschen zur Seite, ich krieg das schon raus. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich will Proben nehmen. Ich zieh mal drin. Das könnt ihr tun, sobald es... Au! Vorsichtig! Oh, das hängt ja fest. So was hab ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich denke, mit dem Messer... Das könnte etwas länger dauern. Ich möchte mal nach unserer geisterhaften Wirtin Ausschau halten. Ja, du siehst wohl, wie Abdulon gerade neben ihr steht und ein paar Fackeln schweben aus seiner Truhe zu Abdulon. Abdulon, was macht ihr denn für Geschäfte? Ich kaufe Fackeln. Hier? Besser bestimmt als am Tor bei den Stadtwachen. Ich werde mit dir die Wettpreise haben wie die Grölme. Vermutlich. Ich meine, Dings müsste noch welche haben, Eisemann, aber vermutlich.
Frau Wirtin? Ja, was kann ich für dich tun? Ich drehe mich aber mal um. Was genau ist das? Das sollte da nicht sein. Habt ihr nicht gut genächtigt? Die Venatoren sollten... nun ja... Es gibt noch... Können wir das günstig mit den Fackeln verrichten? Wenn ihr die Güte hättet, mir zu sagen, die beste Methode, das loszuwerden wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da an der Brücken klingt. Ich bin eine einfache Zylinderin, die hier gestorben ist. Ich bin niemand, der sich mit dieser Reiche weiter auskannt. Es ist eure Kneipe, dann wisst ihr auch besser, was in eurer Kneipe vor sich geht. Könnt ihr es auch nicht einfach haben, dass Gäste hier reinkommen und ihnen wächst etwas auf dem Rücken, nachdem sie aufwachen. Wenn ihr hier drohen wollt... Ist sowas schon einmal passiert? Ich habe nicht vor, jemandem zu drohen. Noch nie. Ich frage mich... Die Geschütze sind zwar verwachsen, die dort oben noch stehen. Und wir haben auch zwar zwei Baumdrachen, die im Inneren sind. Aber das ist noch nie passiert. Verstehe. Nun gut... Irudin, kommt wir machen das ganz einfach. Ich denke, das wird ein wenig wehtun, aber danach seid ihr wieder ganz. Ja. Gut, ja, ja, und dann gehe ich mit so einem Skalpell und einer Pinzette ran und ja, schneid das weg und zieh dann jeden einzelnen Fanghaken einzeln raus. Es wird vermutlich besser sein, sie rauszuschneiden, anstatt rauszureißen, aber gut. Ich bin ja nicht der Medikus. Dann schau mal bitte in der Zubotanika nach, was Jagdgras an Schaden macht. Ich glaube, es sei wie 6 plus 1, ne? Pro Büschel. Es ist also doch Jagdgras gewesen. Klar ist das Jagdgras. Charyptid, irgendwelche Algenauswüchse. Kannst du dir für 2 Würfel kannst du dir ein Jagdgras... Einmalig 1W6. Beim Rausreißen? Ja. Dann 2W6. Das könnte aber so groß sein, das könnten ja mehrere Dinger. Genau, ja, zwei Algenstückchen. Jo. Verdammt. Er muss jetzt allerdings noch für Wundfieber nachbehandeln. Ja, aber er hat keine Ahnung, was das ist. Es ist ja egal, es ist ja nur eine offene Wunde. Die muss einfach nur vernünftig und ordentlich gereinigt werden. Gut, er hat 2 Schadenspunkte gekriegt. Ich mache einen einfachen Balsam drüber. Oder so. Ja, ich bin wirklich gründlich damit, jeden einzelnen kleinen Fanghaken rauszuziehen, untersuche das Ganze nochmal. Ja, kannst du dir beliebig viel von dem Jagdgras mit einstecken? Kannst dann Balsam. Ich nehme so eine kleine Probe, den Rest werde ich tatsächlich verbrennen. Kein Problem. Es tut zumindest weh wie Jagdgras. Macht ihr wohl hin! Das muss ordentlich gemacht werden. Ich will nichts übersehen. Was kostet die Tafakel? Was will die dafür? Weiß ich nicht, paar Kreuzer. Weiß ich nicht, was kostet eine Fackel? Keine Ahnung, schauen wir nach. Weiß ich nicht. Pechfackel 5 Heller steht im Meistertabelleheft. So viel? Ja, dann. Eine Fackel 5 Heller. Ja, dann 2. Also ganz normale Preise, ganz normale Fackel. Dann zahle ich hier 10 Heller. So, dann brauche ich die Modifikation von Iolaos, alles ein bisschen schneller. Ja, keine Modifikation, einfach 2. Kann sie auf dem Dukat rausgeben? Nicht sie kann fahren. Rausgeben, ja, kann sie. Super. Gut, keine Modifikation, dann Würfel. Halt lassen, Kosten sparen. Ach, egal. Psst. Nein, wenn er es nicht lernt, dann ist das gelungen. Wozu Zeit lassen? Ich habe 12 Punkte darin. Für den unausweichlichen 19. Ich kann mir keine Kosten sparen damit. Würfel mal bitte 2W6. Und ein W20. Dann kostet dich der Zauber nicht 2, sondern 6 ASP. Er kostet ihn sowieso 5. Entschuldigung, sowieso 5. Basiskosten sind 5. 5 und dann nochmal plus 6, so 11. Wo steht, dass der Basiskosten 5 ist? Tja, da steht Kosten mindestens 5. Mindestens 5 ASP. Ja, dann zahlt er 4, weil er einen Kraftfokus hat. Aber trotzdem, werden die Basiskosten multipliziert oder was, Frosty? Nee, oder? Basiskosten plus 6. Also das, was er jetzt ausgewürfelt hat.
Also gut, 11 minus 1, 10. Zahl da 10. Ja, also passt. Jetzt, damit ich die Regeln auch für die Zukunft habe. Wenn ich einen Zauberwürfel kriege, ich immer 2W6 extra Kosten drauf. Das sag ich dir nicht. Also jetzt kriegst du jetzt hast du 6 Punkte Zusatzkosten bekommen anscheinend. Anscheinend, ich werde dir die Regeln nicht verraten. Du kannst ja auch mal Euruk fragen, ob der noch irgendwas bemerkt hat. Das ist das erste Mal, dass du zauberst. Okay. Gut. Dann geht es weiter. Es sei denn, ihr möchtet noch irgendwas kaufen, irgendwas machen, irgendwas tun, sonst könntet ihr... Ach, komm. Gib mir auch eine Fackel, sonst muss ich mir hinterher wieder von Eisenmann anhören. Ich will ihm auf der Tasche liegen. Ich kaufe auch wieder eine Fackel. Ah, warte. Hat sie Lampenöl? Sie hat auch Lampenöl, wenn du das kaufen willst. Gib mir einen Behälter mit Lampenöl. Kriegst du. Eine Flasche. Ganz normale Preise. Gut. Ist Azaril eigentlich noch da, oder? Nö, du weißt nicht, wo die ist. Vielleicht ist sie schon vor euch aufgestanden. Ansonsten zu den Hibernatoren, war sie wohl auf der anderen Seite, weiß nicht genau, wo die ist. Also eine Dämonenarche geht dann noch wahrscheinlich die Gänge weiter, oder? Also sie ist 75 Schritt lang. Also hier sozusagen bloß im ganz, ganz vorderen Teil sozusagen. Ihr wart genau in der Maulgrotte und dann, nachdem die Maulgrotte da aufgeklappt ist, die ersten paar Hibernatoren, die hattest du damals gar nicht mehr mitbekommen, weil die schon entfernt waren. Aber das waren Schlafgemächer für 3 Meter große Humerier. Hm. Oh, wir haben schon größere getötet. Riecht man jetzt etwas komisch, nachdem man sich jetzt nicht mit gewaschen hat, großartig, sondern einfach nur aus dem Schleim rausgepellt hat? Ja, ihr habt alle schlechten Geruch an euch kleben. Gut. Mal so in die Tiefe, dann von einem Raum. Ich habe ja keine Eitelkeit, ich bin ein Bettler. Höre ich irgendwas? Scharrende Geräusche. Als ob da irgendwelche Spitzhacken erklirren. Im Fels. Dumpf widerhallend von dem untoten morschen Holz. Spinnbeine, die weiter umherzucken. Herodin, dort in der Tiefe. Ja. Sollten wir das untersuchen? Aritio, es ist eine Dämonenarche, die scheinbar nicht ganz und richtig tot ist. Nein, wir sollten das nicht untersuchen. Wenn wir Zeit haben, können wir das auf dem Rückweg machen. Gut. Ich schau mal, ich möchte mal mich so ein bisschen hier an den Wänden umschauen. Gibt es noch irgendwelche Adern? Ja, vertrocknet. Zusammengezogen, verkröselt. Also wirklich komplett zu und dicht. Ja, ja. Blaues, verkalktes Unwasser, was, wenn du mal gegenklopfst, bröckeln die auch auf und so ein Klumpen, das erinnert dich ein bisschen an pervertierten Gwen Petrel, fällt runter und zerspringt dann. Das war wohl irgendwie mal das Blut der Adern, total verklumpt, hart, salzig. Seht ihr, viel Leben kann da nicht mehr drin sein. Was auch immer sich dort drinnen regt. Und seien es nur die beiden Baumdrachen, von der die Wirtin gesprochen hat, wird kein großes Problem darstellen. Und vor allem wird es nicht aufstehen und weglaufen. Torgosch, das hört sich an wie Dunkelzwerge. Die dort gerade... Nicht! Wirklich? Warte, lass mich auch mal hören. Gierig sind sie. Du, ich höre gar nichts. Doch, du musst hinhören. Leg dein Ohr an den Fels. Ich kriege mal mein Ohr an den Fels, also eigentlich eher mein Helm an den Fels. Er hat doch eingeschränkter Sinn gehört, dachte ich. Ja, ja, deswegen höre ich auch nichts. Ja, du legst deinen Helm dran und merkst wohl, wie ein paar Ranken nach deinem Ohr greifen und versuchen, in das Innere deines Ohres zu wachsen. Ah, scheiße!